Hallo, werte Zuschauer der gepflegten World of Tanks Unterhaltung. Heute will ich euch mal wieder den Leopard PTA zeigen, gespielt von HP Engine XD, wenn ich das richtig lese. Genau. Und ja, dementsprechend ist hier bestimmt Spannung drin, weil er ist Top-Tier, muss somit also die Pace vorgeben und sein Team da ein bisschen ziehen. Aber einfach ein schönes Ding, auch ohne Tarnung. Sieht man ja sonst auch gefühlt immer nur mit, aber nee. HP Engine denkt sich, das Geld kann ich besser investieren. Kauft also keine Tarnung. Ich persönlich fand den Leopard, wo ich ihn gespielt habe, den PTA, sehr gut. Mir hat er wirklich gefallen und auch Spaß gemacht. Es gibt aber auch viele, die ein Riesenproblem mit dem haben. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht Panzer gespielt, die nochmal besser sind als er. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ist ein sehr solider 9er mittlerer Panzer. Hat eine schöne Schnelligkeit. Die Kanone ist recht genau. Hat guten Durchschlag. Also alles, wo ich sagen kann, mit dem kann man arbeiten. Klar, er hält nichts aus, aber das erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt bei einem mittleren Panzer. Jetzt guckt er hier in die Mitte. Da findet er noch keinen Gegner. Will ich hier sozusagen einen in den Hintern ballern, um es noch einigermaßen nett auszudrücken. Aber wie gesagt, da kommt keiner. Man sieht, dass sein Gegner, sein Team, fast größtenteils da die 3er-4er-Linie nach unten fährt. Also die brauchen fast einen Gegner. Und jetzt Gott sei Dank der erste T-30, der sich da erbarmt und ihm ein bisschen was abgibt. So, und da der nächste T-34. Und da schießt er den aber voll auf die Kette. Ah ja, aber Uni, der ist so langsam. Da kriegt er auf jeden Fall einen raus, wenn nicht sogar. Ja, da klappt sogar noch ein zweiter. Oh, jetzt hat er. Und das wird der Killshot, ja. Tatsächlich. Da hat er den Killshot bekommen, weil er da nochmal so einen ordentlichen bekommen hat. Jetzt hinter ihm der Centurion. Auf den aimt er jetzt oben, Auto-Aim drauf. Und drin ist er. Jetzt zieht er sich zurück. Jetzt hat der Centurion auch gemerkt, gar keine so tolle Idee, dahin zu fahren. Der ist jetzt auch raus. Da hinten ist noch einiges, aber auch sein Team steht da gut da. Also sein Team visuell, natürlich ist es schwierig zu sagen, weil die anderen noch nicht so gespottet sind, aber aktuell ist sein Team gut aufgeteilt. Überall ist so ein bisschen was. So, da jetzt auf den Löwen, Auto-Aim, auch der klappt. Den zweiten schafft er auf den leider nicht mehr. Dafür ist der Löwe schon zu weit fortgeschritten. Oh, vielleicht doch. Jetzt kommt er hier zurück. Jetzt macht es ihm noch leicht. Bin mir recht sicher, dass der nämlich auch getroffen hat. Der AMX-CDC hat den IS jetzt rausgenommen. Die Mitte ist sozusagen fast frei. Nur nach oben haben sie ein bisschen Probleme, weil da ist nicht mehr so viel von seinem Team. Und der Gegner hat da noch einen IS-6, einen Rheinmetall und einen Pershing. Da oben könnte es ein bisschen tricky werden, im Norden. Da mittig jetzt der IS-3, der hat jetzt da den CDC rausgenommen und jetzt ist oben auch noch der Pershing gefallen, durch den, der Jagdpanther durch den Pershing gefallen. Also jetzt wird es da oben unangenehm. Jetzt ist der AT da nur noch so gesehen da. Jetzt orientiert sich er auf den IS-3. Auto-Aim drin und der erste Hit. Er zieht sich zurück, bevor der IS-3 überhaupt da reagieren kann. Und dementsprechend hat er keinen gefangen, sondern konnte jetzt zwischenzeitlich nachladen. Auto-Aim und nochmal drin. Jetzt hat er sogar einen auf die Ketten bekommen. Könnte also nochmal nachschießen. Macht es sehr schön. Nur noch 400 HP, die der IS-3 da hat. Also er hat ihm schon 1100 HP abgezogen. 1500 HP und er hat selber dabei nur 351 Schaden bekommen. Jetzt kommt da der Pershing rum. Der Pershing prallt allerdings auch ab. Lustig, dass sie da alle abprallen an ihm, weil wie gesagt, der Leopard PTA ist jetzt definitiv nicht der, der mit Panzerung glänzt. So, jetzt verbarrikadiert sich praktisch fast. Hat jetzt hier den Hit setzen können. Zieht sich jetzt weiter zurück, weil der Pershing damit 7,1 Sekunden
vom Reload her überlegen ist. Sehr schön durch den Helm geschossen. 8 zu 9. Spiel ist sehr knapp. Er muss hier auch ein bisschen aufpassen, weil von oben könnte noch der, droht noch der IS-6 und der Rheinmetall ebenfalls. Aber jetzt fährt der Pershing runter, der orientiert sich Richtung Mitte, Richtung Sturer Emil und T-34-3. Hat jetzt hier auch den Sturen Emil weggemacht. Jetzt ist er offen, das kann jetzt durchaus IS-6 oder Rheinmetall sein. Und dadurch, dass er nicht doof ist, will er es jetzt nicht so wirklich austesten. Hat sich also hier nochmal zurückfallen lassen. So, jetzt den T-34. Der hat geklappt und da ist der Rheinmetall offen. Sehr schön ausgewichen, ein bisschen wie im Neo in Matrix. Der nächste Schuss gehört ihm und den dürfte der Killshot machen. Sehr ideal. Der IS-6 ist jetzt drüben beim Rheinmetall. Normalerweise, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich jetzt zum Rheinmetall, zu meinem Team, zum Cap fahren. Auch wenn es jetzt so aussieht, oder auch wenn der Rheinmetall jetzt den IS-6 weggemacht hat. Aber es wäre auch andersrum gewesen und dann hätte er dem hinterherlaufen müssen. So, jetzt gibt es noch den T-29, den Pershing und den T-34. Diese sind aktuell noch im Spiel. Der AMX-12 ist da hier beim Gegner am Cap. Könnte man vielleicht überlegen, ob der nicht mal Cappen fahren soll. Ich glaube, er pinkt es auch an. Weil dementsprechend muss der Gegner dann zurückkommen. Und er hat hier was, worauf er wirken kann. So, jetzt ist der AMX im Cap. Und jetzt wird er wohl warten, bis da die Gegner offen sind. Der Pershing ist da hinten beim Rheinmetall. Ist die Frage, macht der Rheinmetall jetzt auch noch den Pershing weg? Auf jeden Fall, diesmal fährt er zurück. Weil er hatte ja nicht weiten Weg und er ist ja dann doch recht flink. Sieht man ja unten, 60 km/h. So, ab durch die Mitte. Der Pershing wartet jetzt hier zu lang. Und jetzt kommt er an mit Schwung. Ah, da prallt er ab. So, aber der Pershing orientiert sich nach wie vor nur auf den Rheinmetall, weil klar, der Rheinmetall könnte greedy werden und dementsprechend hätte es sein können, dass er ihn da noch erwischt. War aber nicht so und er konnte den Killshot in Ruhe machen. So, 40 Sekunden noch bis gecapped und ich erwarte jetzt in jedem Moment da den Gegner beim AMX-12T. Wobei, jetzt kommt einer und sogar in sein Cap. Wahrscheinlich, na ja, gut, es könnten echt beide sein. So, jetzt der T-34, den nimmt er auch raus. Und er schrieb, don't cap to end, please. Wahrscheinlich, wenn ich der AMX-12T wäre, ich würde durchcappen, ganz ehrlich. Auch wenn der natürlich... Oh, der AMX ist sogar wirklich rausgefahren. Also ich, ganz ehrlich, bin ich offen, würde sagen, ich wäre da nicht rausgefahren. Ich hätte durchgecappt, weil auch das sind die XP für sich selber. So, aber jetzt wird vom IS-6 hier geschrieben, dass der auf F7 wohl AFK ist. Das lässt sich der AMX 12 Tonner natürlich nicht zweimal sagen. Der fährt jetzt auch dahin. Will auch da noch ein bisschen was von abhaben. Und da ist er auch schon. Den Krieger hätte er wahrscheinlich hier sehr gerne, der Leo. Da ist er wirklich AFK. So, und nochmal ein. Und jetzt hat der AMX-12T so lange gewartet, bis er den Killshot bekommen kann. Naja, von der Taktik her nicht so clever, wenn ich einen Krieger will, wie der Leo gemacht hat. Aller Ehren wert, dass er beide Hits voll ansetzt. Aber da warte ich einfach so, bis ich weiß, okay, der nächste Schuss ist meiner und der wird der Killshot. Aber egal, auch mit 5 Kills war es eine tolle Runde. 6.288 Schaden hat er gemacht und mehr als verdient das Panzer ausgeholt. Deswegen, ich finde ihn nach wie vor einen tollen Panzer. Eure Meinung würde mich aber interessieren. Also postet es doch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.